kann sie da voll verstehen. Gerade vor allem, wenn man mit jemandem überhaupt nicht klarkommt und dann. Klar, die Mutter muss auch an sich denken, aber sie entscheidet das natürlich alleine. How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? Ah, wir haben einen Lichtblick, Rachel. Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Was jetzt kommt. Ugh. Gut, dass sie sich mit sowas auskennt. Oh, die sieht rustig aus. Ich glaube, da braucht sie mal eine neue. This thing is a mess. But maybe I can fix it. Vielleicht liegt hier irgendwo noch mal eine Autobatterie rum. Again, the first thing it needs is a new battery. Ja, sag ich ja. Wonder if I can find one around here. Batterie finden und in den Truck einbauen. Ich finde es total klasse, dass sie so viel aus dem ersten Teil auch mit eingebaut haben. Zum Beispiel auch ihren Schlüsselanhänger. Dass es auch immer noch der gleiche ist. Finde ich echt cool. Magical battery goes here. Also was heißt immer noch, dass es da schon der ist? Magically find one. Okay, schauen wir mal, ob wir hier irgendwo ein I think I'm all smashed out. Batteriechen finden. Klettern wir aufs Boot, alles klar. Damn, you cigarette. Das hat gut funktioniert. Ja. Na, vielleicht hilft uns das, ja. Aha. Na, das sollte doch weiterhelfen. Der Waldbrand. Dass das immer noch brennt. Ja, ja gut, ne, aber wer löscht sowas auch? Nearly all great art is made on the insides of car hoods atop ships in the middle of junkyards. Na, dann mach doch mal ein bisschen Kunst. What do I want to tell my fellow sailors of the seven trash heaps? Vergrabener Schatz oder Friedhof? Wir nehmen mal den vergrabenen Schatz. Got it. Das Quietschen von dem Stift ist ja auch gut.
Okay. Wir haben wahrscheinlich einiges hier schon verpasst. Ich kenne mich ja. Warum willst denn du da hochklettern? Chloe. Hast du dich im Spiel vertan? I can't believe Rachel set that fire. I don't think she meant to, but I also don't think she didn't mean to. Es ist wieder ein nachdenkliches Plätzchen hier. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder runter? Ich hoffe, wir haben da jetzt nichts übersehen, aber ich glaube, wir können auch wieder hochgehen, oder? Ja, das geht. Sehr gut. It's all fun and games till this guy enslaves everyone. Ein Radio. Na gut. Oh, das können wir anmachen. Das sieht irgendwie eher aus wie ein Telefon. And up next, a local band called His Head is blowing minds and speakers throughout the bay. Here's their new single, Nothing Wrong. Hey, das ist doch die von Dings, die Band von Skip. Das ist ja total cool. Was ist das hier? A pirate flag? Wonder if there's treasure buried nearby. Naja, da oben ist eine Schatzkarte, ne, Chloe? I know one fire that doesn't need any poking. Können wir auch hier hinten gucken? Now this is a Vortex Club I wouldn't mind joining. Podcasts tonight. Mhm. Das sieht irgendwie hübsch aus. That another place where even Christmas looks depressing. Können wir da durch? Boah, da hätten wir locker reingepasst. This rug has some miles on it. Ich gehe nochmal in die andere Richtung. Da haben wir uns nämlich noch nicht komplett umgeguckt. Und vielleicht liegt hier ja doch Don't einfach... Want to leave yet. Ja, will ich gar nicht. Chloe, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Ein Übungsgrün, alles klar. You're a long way from the country club, guy. Okay, hier gibt's gar nichts mehr. Oder? Was ist das? Porno-Magazin. What? Pretty sure this isn't what Rachel meant when she talked about going to LA to be a model. Then again, it's probably not what this person meant either. Ach, wer weiß, ne? Ich lasse die Musik einfach mal an. Ich meine, warum nicht? So, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Hier waren wir ja noch nicht. Eine Haube. Kriegen wir bestimmt nicht auf. Oh doch. Ich sehe jetzt schon diese verrostete Batterie. Das sieht irgendwie nicht besonders gut aus. This is no good. Ja, sag ich ja. Kurz Orientierung, ja, Bierflasche. Bottles, bottles everywhere and not one beer to drink. Glasscherben? Glass looks way prettier when it's broken. Wonder what else that's true for. Ein Werkzeugkasten, der könnte nützlich sein. Da kommen wir First you take my mom, then take my home. Fuck you, David. Ich finde, sie hätten Home nicht mit Haus, sondern mit Zuhause übersetzen sollen. Aber sorry, Max. I think I'm more jealous of you than anything. Hopefully, I'll be escaping this place soon, too.
Wo sollen wir denn hier eine Batterie finden? Jetzt mal ehrlich, hier ist doch nichts. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Und, okay, da in die Richtung waren wir noch nicht. Ih, der ist ja ein bisschen gruselig. I guess I was pretty pissed at Rachel last night. Amazing that someone I just met could have made me this angry. Vielleicht hier. I guess I'll never ride one of these again. That's so awesome. Max and I used to go there all the time as kids. I think it shut down, but who knows? Strandhandtuch. You're a long way from the beach. Hier hat auch jeder einfach seinen ganzen Scheiß abgeladen, ne? Und das kümmert keinen. I always wanted a pet snake. Instead, I got David. Fuck everything. Schön, dass sie daran denkt, wenn wir uns hier die Glühbirne angucken. Eine Spritze. Mal schauen, was er dazu sagt. Here's the side of Arcadia Bay they don't put on the postcards. Okay. Aha, das nächste Auto. Das sieht doch noch ein bisschen neuer aus. What are you trying to hide under their hood? Geht natürlich nicht auf. Wir brauchen den Schürhaken. Oder sie muss den Knopf drücken. Oder ziehen. Okay, ziehen. Das ist ja cool. Bei mir bleibt die nicht automatisch oben. Oh, die sieht gut aus, die Batterie. Sehr gut. Here we go. The pick of the litter. Darf ich dich was fragen, Chloe? Wo hast denn du die jetzt hingesteckt? Nur so aus Neugier. Wow. Shitty ride, drug dealer. Really thought crime paid better. Oha, Warnung. Dieses Vehikel wurde im Rahmen eines Haftbefehls einer Verfügung konfisziert und beschlagnahmt. Dieses Vehikel wird gemäß der Befugnis unter Regel 42 des Amtsgerichts von Oregon in Anwendung von Sektion 2, Klammer 1, des Rauschgiftschadengesetzes von 1985 gepfändet und beschlagnahmt. Es ist eine Straftat, dieses Eigentum ohne Entschuldigungsgrund zu zerstören, zu beschädigen oder zu verändern. Hey, wir haben die Batterie mit gutem Grund geklaut. Was ist das hier? I used to love opening up the diner with Mom before school. I guess those days are now officially over. Ah, das ist das Diner, in dem Joyce arbeitet. Hier scheint nicht mehr viel zu sein. Fußabtritter. This Matt has seen some things. Mostly feet. Vermutlich hätten wir hier noch ein paar andere Motorhauben untersuchen können. Das Schild haben wir vorhin ja übersehen. Don't tell me what to do. So. Nun werden wir mal die Batterie da einsetzen. Hat's überhaupt das... Ja, mal schauen, was noch alles kaputt ist. Ne? Ja. Aber das sieht sie ja erst an. Okay. Und der Schlüssel steckt oder kann sie kurz schließen? Befürchte, sie kann. Das funktioniert? Damn. This thing needs more love than I can give right now.
In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Probably a good idea to cover over this with something. Wir haben eine SMS von Rachel. Ich hol was von zu Hause. So. Hier. Chloe Price. Ich bin nicht scheiße. Bist du absolut nicht. Laut meiner Mutter schon. Weiß nicht, ob ich es ertrage, heute nach Hause zu gehen. Noch da? Ich hol was von zu Hause und sehe dich am Schrottplatz. Ich sehe dich sehr bald. Wehe, wenn nicht. Und die Mutter hat geschrieben. Chloe, David versucht das zu tun, was er für das Beste hält. Er ist so ein Idiot. Es gefiel mir nicht, dass er dir gesagt hat, du sollst deine Taschen lernen. Und dann warst du völlig unschuldig. Chloe, kannst du David mal für eine Sekunde vergessen? Denk an mich. Vielleicht brauche ich nur meine Ruhe, okay? Vielleicht brauche ich meine Tochter zurück. Das wird schwierig so. Das wird wirklich schwierig. Das ist eine witzige Ansicht. Eine kaputte Glühbirne. Ich habe schon eine Glühbirne gesehen. Naja, vielleicht nehmen wir nicht die Fußmatte. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Na, das könnte ganz gut sein. Ist noch irgendwas? Nee, ne? Das war's. Okay. Let's see what else this trash heap has to offer. Dann holen wir uns doch mal hier erstens. Wir könnten vielleicht das Strandtuch mitnehmen. This zum could cover Abdecken. That torn seat. And look awesome doing it. Zudem brauchen wir diese Glühbirne. You might not work. Then again, I hardly ever work. Aber was machen wir jetzt über das Loch im Fußraum? Da habe ich jetzt noch keine Idee von dem, was wir gesehen haben. Schauen wir mal kurz. Vielleicht, wenn ich irgendwas sehe. Ein Platzdeckchen. Na, nee, das wird nicht wirklich helfen. Ach, vielleicht dieses Schild hier. Kann sie das mitnehmen? Nee, okay. Das wäre ja auch vielleicht ein bisschen groß. Nee, der Puppenkopf, den will ich auch gar nicht. So ein Wellblech oder sowas. Schuhkarton. Hey, den habe ich übersehen. Pff. Eine Actionfigur. Komm, die nehmen wir mit. Was ist denn das für ein... Oh, ein Bobblehead ist das, oder? Oh je. Okay, was finden wir denn noch für schönen Schrott, den sie gerne im Auto hätte? Auf geht's, Leute. Papas Auto. Den Roboter? Nee, den will sie nicht haben. Ah, hier läuft immer noch die Musik. Den hab ich auch nicht. Den hätten wir auch nehmen können. Head back to the truck. Nein. Wir brauchen noch was. Das Porno-Magazin können wir auch über das Loch legen. Was? Wieso nimmst du das denn mit? Something. Können wir einfach mehr mitnehmen, als wir brauchen, oder wie? Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas finden, was sie mitnimmt. Nee. Weihnachtslichter. Hier hinten noch schauen. Ein Teppich. Den hätte man auch nehmen können zum Drauflegen. Also, es gibt viele Optionen. Vielleicht will sie auch erstmal schauen, was ihr gefällt. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Machen wir es mal schön hier drin.